Ja, Kolsch, eigentlich kann ich Sie ja heute fast zu einem Punkt beglückwünschen. Kann man so sagen. Also man muss sagen, vom Spielverlauf her, wenn man 2-0 zurückliegt und dann noch so zurückkommt, das zeigt richtig Moral von der Truppe. Und ich muss auch sagen, so wenn man das ganze Spiel betrachtet, ist das 2-2 gerechtfertigt, sage ich. Und ja, wir nehmen den Punkt gerne mit, klar. Hätten gern 3, aber einer ist es geworden, von dem her passt. Sie haben ja gesagt, hätten gerne 3. Sind Sie ein bisschen enttäuscht oder unzufrieden oder zufrieden mit der Leistung? Ja, ich muss sagen, in der ersten Halbzeit hat mir so ein bisschen der Wille bei der Truppe gefehlt, was wir vorher in der Kabine ausgemacht haben, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen hier 3 Punkte, wir wollen hier auf Sieg spielen. Und das hat mir ein bisschen gefehlt, deswegen war auch Berghausen dann zu Recht mit 1-0 in Führung gegangen, weil sie einfach diesen Wille dann mehr hatten als wir. Dann das 2-0 war ein klarer Elfmeter, muss man wirklich zugeben, hat der Schiedsrichter dann auch gut gesehen. Und dann, wie wir halt, wie gesagt, nochmal zurückgekommen sind, okay. Generell habe ich für ein Spitzenspiel ein Spiel gesehen, bei dem sich beide Mannschaften etwas schwer getan haben. Klar, also man darf nicht vergessen, Berghausen ist berüchtigt für ihren Platz hier. Also das ist jetzt nicht so ein schöner Teppich wie bei uns in Wettersbach. Es war klar, dass man hier kämpfen muss. Und ja, wir haben den Kampf angenommen auch. Und es war okay. Ich denke mal, als Spitzenreiter kann man mit dem Saisonverlauf zufrieden sein. Ja, bis jetzt sind wir vollkommen zufrieden. Also ich glaube, hätte mir das einer vor der Runde gesagt, weil ich ja auch ein Neueinsteiger bin in diesem Trainerkarussell, dass wir jetzt bis jetzt so gut dastehen, hätte ich gesagt, eher nicht. Wir sind aber sicherlich vollkommen zufrieden, auch mit den Jungs, wie wir arbeiten Woche für Woche, wie die Jungs im Training Gas geben. Das ist halt das A und O. Ich sage immer, so wie du trainierst, so spielst du auch am Wochenende. Und das haben die Jungs verinnerlicht. Und das sieht man, wie gesagt, auch jedes Wochenende zurzeit. Vielleicht ein paar Worte zum nächsten Spiel gegen FV Graben und was Sie sich sonst jetzt als Spitzenreiter jetzt vorgenommen haben? Vorgenommen haben wir uns natürlich da oben zu bleiben, so lange wie möglich. Konstant Fußball zu spielen, konstant die Punkte auch einzufahren, aber dafür muss man sich halt auch Woche für Woche auf den neuen Gegner einstellen. Das wird jetzt schwer gegen Graben, weil Graben ist jetzt keine Mannschaft, die du gerade mal so am Wochenende abschießt, sondern die werden sich auch auf uns vorbereiten. Und ich freue mich auf das Spiel, ich freue mich auf die Woche, die wir jetzt auch wieder haben werden, wo wir im Training wieder arbeiten. Und dann gucken wir einfach am Sonntag, was rauskommt. Herr Kolsch, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Alles klar, Dankeschön.